Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Whooshbox von Deep Purple. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Whoosh von Deep Purple, das Ganze am 7. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 21. Album der Band. Wir haben hier eine recht große Box, quadratischer Form. Und wir haben hier auch noch einen FSK 0 Hinweis. Bedeutet, wir haben hier drin auch noch Filmmaterial, also eine DVD. Das Cover passend zum Bandnamen oben in so einem Violettton. Also der Himmel ist hier so violett. Dann haben wir hier eine Gestalt stehen. Sieht für mich ein bisschen so aus wie so ein Pilot bzw. ein Astronaut möglicherweise. Und der steht hier in einer ziemlich kargen Landschaft. Also sieht so aus wie so Wüste. Ja. Und irgendwie löst sich diese Person hier scheinbar auf oder setzt sich gerade zusammen. Das ist natürlich die Frage. Der Deep Purple Schriftzug ist hier oben so geprägt und in Silber, in so einer Hochglanzoptik. Ich glaube, im Licht kann man das, ja, oh ja, kann man das sehen. Ansonsten, wie gesagt, der Sticker hier, den kann man dann gut abmachen. Und auf der Seite zieht sich die Optik dann weiter durch. Hier rechts lesen wir Deep Purple Whoosh. Oben wieder violetter Himmel und links wieder Whoosh und Deep Purple. Auf der Unterseite, auf dem Boxboden, haben wir hier einen Zettel mit angeklebt. Der ist hier mit so einem Klebetropfen festgemacht. Und zwar haben wir hier einmal den gesamten Boxinhalt visualisiert. Also hier kann man wirklich gut sehen, was sich alles in der Box befindet. Rechts dann noch einmal die Vinyls veranschaulicht. Die ergeben dann so ein Gesamtbild zu dritt. Und dann lesen wir hier noch im Detail, was sich hier drin alles befindet. Und zwar haben wir hier Whoosh Limited Deluxe Box Set 2 LP Gatefold White Transparent, also eine Doppelvinyl, CD plus DVD Media Book, 3 Colored 10 Inch Vinyls containing the Infinite Live Recordings Volume 2, exklusiv Deep Purple Collectors T-Shirt Size XL und 3 Art Prints. Ja, also da ist echt eine Menge drin. Dann hier auch nochmal im Detail, was sich auf den Vinyls bzw. den DVDs etc. befindet. Und hier dann noch die Tracklist der 3 Bonus-Vinyls, dieser 3 10-Inch-Vinyls. Ja, ist eine Menge. Das Ganze ist erschienen über Earmusic. Hier die Beteiligten, Barcode, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also die Box ist natürlich hier zu öffnen. Der Boxdeckel lässt sich hier komplett abnehmen und nicht klappen. Von innen in weiß und hier kommt uns schon der erste Inhalt entgegen und zwar das Shirt. Was ich ja jetzt gerade vorgelesen habe, überraschenderweise in XL ist, nicht in L. Dann haben wir das Media Book, das beinhaltet das Album plus die DVD. Und dann haben wir hier die 3 Bonus-Vinyls, die 3 10-Inch-Vinyls. So sehen die aus. Dann geht es hier weiter mit den Art Prints. Das ist der erste, der zweite und der dritte. Und zu guter Letzt haben wir auch noch das Album. Hier als Doppelvinyl mit dabei. Ja, wie gesagt, eine Menge Inhalt. Wir werden das Ganze mal wieder zusammenpacken und die Box zur Seite stellen. So, gut, ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit dem Album auf CD. Zu Vinyl kommen wir dann später noch, den Rest packen wir derweil mal hier alles zur Seite. Ebenso die Bonus-Vinyls. Und natürlich auch das Shirt. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass die Box sehr wenig Kunststoff bzw. ja, Plastik oder Folie enthält. Denn die einzige Folie war wirklich anfangs auf der Box drauf. Die habe ich entfernt. Dann gab es irgendwie Probleme mit der Speicherkarte. Deswegen habt ihr das nicht gesehen. Aber ja, hier drinnen in der Box ist tatsächlich nichts eingeschweißt. Also nicht mal hier das Mediabook. Selbst das kommt hier ohne Folie. So, das Cover ist ident wie auch schon das auf der Box. Das kennen wir. So sieht das auf der Seite aus.
Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. So, wir haben hier CD Act 2 Bonus Track. Also wir haben hier insgesamt 13 Stück an der Zahl 6 plus 6 plus 1. Und die DVD, hier lesen wir Roger Glover and Bob Ezrin in Conversation, filmed at the British Grove, London in November 2019. Und dann haben wir noch ein Deep Purple Live at Hellfest 2017 Full Live Show. Okay, beteiligte Barcode. Das Ganze kann man natürlich auch regulär kaufen, ohne die Box. Und dann schauen wir mal rein. So, als erstes haben wir hier nochmal die Tracklist im Detail. So sieht das aus. Das hier sieht aus wie, oh, ich denke mal, das ist der Mond, der sich auch hier gerade so auflöst. Dann kommen wir zu einer umfangreichen Danksagung. Also einmal die Band und dann noch alle einzelnen Mitglieder, wem die so danken, ist hier aufgeschlüsselt. Dann die einzelnen Tracks. Spannend angeordnet die Lyrics. Also wir haben die Lyrics hier so in verschiedenen Formen angeordnet. Ist natürlich etwas mühsamer zu lesen, aber fürs Auge echt eine schöne Sache. Und das Ganze ist irgendwie so in diesem, ja, Weltraum-Design. Wir haben dann auch hier immer noch so eine Temperatur oder so eine Skala mit dabei. Also sieht schon alles sehr weltraummäßig aus hier. So, ohne Ende Lyrics. Sogar die Credits hier, ja genau, die Credits sind natürlich auch mit drauf. Auch die Credits zur DVD. Gut, dann machen wir weiter. Das sind die Herrschaften, also die fünf alten Herren hier alle abgebildet. Ich glaube, das ist genau das Foto, was wir auch dann auch auf dem Kunstdruck haben. Und hier kommen wir dann zu den Tonträgern. So, das ist die CD. Schauen wir uns mal an. Genau, so sieht das aus. CD Deep Purple, auch wieder passend hier in diesem Violett. Und wir haben noch eine zweite, so eine Stecktasche. Und hier befindet sich dann die DVD. Die ist in einem etwas helleren Farbton. So, zum Abschluss nochmal die karge Landschaft. Und die Rückseite kennen wir ja schon. Gut, damit nicht genug, denn das Album gibt es hier nicht nur auf CD, sondern auch noch auf Doppelvinyl. Jawohl. Cover ist natürlich ident. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Die Purple Whoosh, oben das Logo von Ear Music, okay, und die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir wieder die Tracklist A, B, C und D Seite. Also die Doppelvinyl hier mit, wenn wir es zusammenzählen, 12 Tracks auch hier. Produziert von Bob Ezrin, beteiligte Barcode, wunderbar. Okay, dann schauen wir mal rein. Jawohl, auch hier wieder die fünf Herrschaften abgebildet. So sieht das aus. Dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Einmal und zweimal. So, ansonsten ist hier nichts drin. Nein. So, und dann starten wir natürlich mit Vinyl Nummer 1. Die kommt in dieser wunderschönen Optik. Also der Deep Purple Schriftzug hier aufs Helmvisier. Und ansonsten auch wieder diese Szenerie, die wir vom Cover kennen. Auf der Rückseite die Infos, also die Credits, wer hier beteiligt war, beziehungsweise wer die einzelnen Bandmitglieder sind und was die für eine Funktion hier haben. Okay. So, dann schauen wir uns das mal an. Die Vinyl geht hier oben auf. Und das ist die Vinyl. Die kommt hier in einem transparenten Weiß. A-Seite. Und das ist dann die B-Seite. Also, keine regulären schwarzen Standard-Vinyls, sondern das Ganze hier in dieser transparenten Optik gestaltet. Und wir haben natürlich auch noch eine zweite Vinyl. Die kommt hier auch wieder in einer Papierhülle, Mondoptik. Und auf der Rückseite nochmals die Danksagungen. Okay, so, auch hier schauen wir uns natürlich die Vinyl an. So, gar nicht so einfach, das da immer rauszuziehen, da ist immer ein bisschen Widerstand dabei. So, das ist die C-Seite. Und das dann die D-Seite.
Also, wie gesagt, beide Vinyls dieser Doppel-Vinyl Edition hier in diesem weißen Transparent. Dann werden wir auch die wieder zurückpacken in die Hülle. Und weiter geht's. Wir haben noch weitere Vinyls. Und zwar tatsächlich drei weitere. Das ist die Vinyl Nummer 1. Sieht so aus. Und wenn man sich das Cover ansieht, wir hatten es ja auch schon auf der Rückseite, dann kann man hier dann tatsächlich die drei Vinyls hier so aneinander legen. Und dann bekommt man hier so ein schönes Gesamtbild. Dann hat man auch hier diesen Farbverlauf. Eventuell kann ich es mal kurz querlegen. Vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Ja. So, schöne Sache, dass man das hier so beim Artwork berücksichtigt hat. Also alle drei Vinyls hier zu einem schönen Gesamtbild zusammenzulegen. Und dann haben wir die Nummer 1. Das ist die hier. Wir haben auch hier noch den Schriftzug. Das ist auch spannend, denn man kann nicht nur dieses Bild hier zusammenlegen, sondern man kann das Ganze auch so quer gestalten, wie ich gerade sehe. Und dann hat man hier zwar nicht den Astronauten, aber dann hier den Deep Purple Schriftzug. Ja, also je nachdem kann man das sich zum Beispiel so ins Regal stellen oder dann eben senkrecht, je nachdem, wie man Lust hat. So, dann schauen wir uns das mal an. 10-Inch Vinyl. Das ist die Nummer 1, Infinite Live Recordings Volume 2. Also meines Wissens sind das Live-Aufnahmen, die 2017 aufgezeichnet wurden bei der Long Goodbye Tour. Genau, hier steht es ja sogar. Recorded Rio 2017. Gut, das sind die Tracks. Also wir haben hier auf dieser 10-Inch-Vinyl erstmal 2 plus 3, also 5 Tracks. Schauen wir uns mal die Vinyl an. Die kommt hier in einem schönen Lila, das ist Nummer 1, A- und B-Seite. Dann, mehr ist hier nicht drin, nein, hier ist keine separate Hülle drin, aber reicht ja vollkommen aus. Dann haben wir die zweite Vinyl. Die kommt hier in einem transparenten, ja was ist das, so ein rot-lila A-Seite. Und B-Seite und die letzte Vinyl, die letzte 10-Inch, die kommt natürlich auch in einer speziellen Optik. Und zwar hat man die hier wieder in diesem weißen Transparent-Look eingefärbt. Oder gar nicht mal so weiß, sondern wirklich komplett transparent und durchsichtig. Ja, so sieht das aus. Diese drei Vinyls gibt es noch oben drauf, diese drei 10-Inch-Vinyls mit den Live-Aufnahmen. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt und zwar haben wir hier mit dabei ein Shirt, ein T-Shirt. Was mich etwas gewundert hat, war, dass das tatsächlich XL ist als Einheitsgröße. Aber ja, eventuell sind die Deep Purple Fans etwas beleibter, dass man sich da entschieden hat oder man hat es generell etwas lockerer gerne. Deswegen ja, hat man sich hier für XL entschieden. Das Motiv ist natürlich hier wieder der Astronaut, der sich hier so in seine Einzelteile zerlegt. Links von unten nach oben der Schriftzug Deep Purple. Auf der Rückseite komplett in Schwarz. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe XL. Wie gesagt, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt zusammen und kommen auch schon zu den letzten drei Inhalten. Ja, das heißt schon, waren ja echt eine Menge Inhalte und auch schon jede Menge Zeit vergangen. So, und zwar drei Artprints, drei Kunstdrucke haben wir hier. Einmal den im Querformat, etwas kleiner. Alle 5 Bandmitglieder hier nochmals. Wie gesagt, das Bild hatten wir auch im Booklet. Und ich glaube, auf der Innenseite der Doppelvinyl, so sieht das aus, Rückseite blank weiß. Dann als zweiten Kunstdruck haben wir hier den Astronauten mit dem Deep Purple Schriftzug auf dem Visier. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das hier eventuell so als zweiter Kandidat, als optionales Cover gedacht war, aber man schlussendlich dann doch dieses hier genommen hat. Aber das wäre auf jeden Fall auch ein schönes Cover in meinen Augen. Und ein dritter Kunstdruck, der ist ebenfalls quadratisch wie der zweite auch,
ist hier ganz klassisch das Cover. Ja, alle drei Kunstdrucke kommen hier mit so einem weißen Rahmen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigten Kunstdrucke, drei Stück an der Zahl. Dann haben wir die 10-Inch Vinyls, drei Stück kommen hier mit den Live-Aufnahmen aus dem Jahr 2017. Einmal, zweimal, dreimal, alle drei mit separatem Cover und auch separat eingefärbten Vinyls. Das Shirt in der Größe XL. Das Album an sich, also Whoosh, einmal hier im Doppel-Vinyl-Gatefold. Und natürlich auch nochmal das Album im Mediabook inklusive der DVD. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Whoosh von Deep Purple. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Deep Purple unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.